hol dir eine Tüte Chips und eine Bio-Cola, denn hier kommt der Kleverhof Tomatenrundgang mit über 300 Sorten. Diese Sorten wachsen zurzeit auf dem Kleverhof. Und wenn du noch nicht weißt, welche Sorte du nächstes Jahr anbauen möchtest, dann schau dir den Film mal in Ruhe an. Dieser Zungenbrecher ist eine schöne Fleischtomate. Das ist die Tomate Rosevi Perci Whitney. Eine schön würzige Zebratomate. Das ist die Tomate Black Zebra. Das ist Andenhorn. Sehr empfehlenswert, eine der leckersten Roma-Tomaten. Hier eine etwas ausgefallenere Busch-Tomate. Das ist Shadowboxing. Eine schmackhafte bunte Tomate mit einem richtig schönen blauen Kragen. Das ist Pecorino. Und diese Cherry-Busch-Tomate ist auch schön ertragreich. Und hier gibt's eine Märchentomate. Die Märchenengel hat eine dünne Schale, ist mild und bei guter Reife auch ausgesprochen süß. Eine der beliebtesten Kleverhofsorten. Das ist Corongo. Das ist eine etwas kleinere Fleischtomate mit einer unglaublich starken Rippung. Das ist die Tomate Bourgeois Vase Roman. Das ist meine längliche Busch-Tomate. Geschmack ist hervorragend. Das ist die Tomate Glacier. Eine sehr frühreife schwedische Sorte. Das ist Absinthe. Und hier meine grünreife Sorte. Das ist Caribe. Das ist eine sehr wüchsige grüne Cocktailtomate. Das ist Alberta Peach. Ja, und diese gestreifte Sorte ist eine von den Kuscheltomaten. Sie hat Härchen auf der Frucht. Das ist die Tomate Märchenfee. Eine sehr süße Märchentomate. Einer unserer Favoriten. Sie ist ertragreich, sie ist sehr süß und sie hat eine sehr dünne Schale. Das ist Corratina. Und nun die erste orange Sorte. Eine Fleischtomate. Das ist Charlie Green. Und die nächste Fleischtomate ist mal wieder grün. Und hier siehst du auch ganz toll den Unterschied zwischen einer reifen grünen Sorte und einer unreifen grünen Sorte. Das ist King of Thailand. Das ist eine stark wüchsige Sorte mit ganz vielen kleinen Datteltomaten, perfekt zum Naschen. Kommen wir jetzt zu einer gestreiften Schokoladentomate. Das ist Chocolate Stripes. Das ist Legend. Und diese Sorte wächst eher so ein bisschen auf dem Boden. Es gibt auch kleine Marzano-Tomaten. Das ist San Marzano Pine. Kommen wir nun zu einer echten süßen Verführung. Das ist Gärtners Lust. Ein echter Klassiker, den wir schon sehr lange im Sortiment haben. Das ist Irish Liquor. Und wieder mal eine grüne Sorte. Die waren letztes Jahr bei unseren Kunden sehr beliebt. Als nächstes eine Brandywine-Sorte. Die Geschichte der ersten Brandywine-Sorte reicht bis in das Jahr 1880 zurück. Sie wurde von den Amish-People gezüchtet und hat ihren Namen von dem wunderschönen Brandywine Creek River in Pennsylvania bekommen. Das ist Black Brandywine. Und das hier ist eine braune Variante, eine braune Züchtung der Brandywine-Sorte. Das ist Green Sausage. Das cremige Würstchen. Ich glaube, hiermit ist eher die Farbe gemeint als der Inhalt, obwohl die sehr lecker ist. Das ist Gargamel. Und diese schwarze Buschtomate, auch eine sehr beliebte Sorte, obwohl sie nicht den besten Ertrag hat. Das ist Zeppelin. Kleine längliche Roma-Tomate mit braun-grün Streifen. Ja, kommen wir nun zur ersten Multiflora-Sorte. Multiflora nennt man die Tomaten mit mehr als 80 oder 100 Sorten je Rispe. Das ist Barry's Crazy Cherry. Hellgelb bis weiß und sehr süß. Die nächste Sorte gibt es schon sehr lange auf dem Markt. Das ist Black Cherry. Sehr ertragreich, ganz lange Ernteperiode, ein toller süßer Geschmack. Eine klassische Pasta-Tomate, auch eher
auf dem Boden zu Hause, wie wir hier gerade sehen. Das ist Romanano. Perfekt für deine Suppe. Das hier ist eher eine etwas zierliche Buschtomate. Das ist die Renata. Kommen wir nun zu einer Ananastomate. Das ist Ananasblau. Auch hier gibt es mittlerweile mehrere Züchtungen. Wir haben drei Ananassorten. Das ist Tamling Tom Gelb. Die Ampeltomate gehört natürlich nicht ins Gewächshaus, aber er war gerade noch ein bisschen Platz da, haben wir sie da reingesetzt. Das ist Edelrot. Edelrot DDR. Das ist Bezenelmir Rimski. Schöne rote Kirschtomate. Ich weiß nicht, wer den Tomaten solche Namen gibt. Hier die H34 in Gelb mit einer ausgeprägten Spitze. Gibt es auch noch in Rot, kommen wir später zu. Die Sorte heißt Belle Couleur. Belle Couleur, H34, egal. Ist eine schöne Tomate. Das ist Unabeste. Eine etwas kleinere rote Fleischtomate, sehr frühreif, sehr lecker. Eine der ersten violetten Sorten, die gezüchtet wurden, aus Amerika. Das ist Cherokee Purple. Und die nächste ist eine der ersten Andotomaten gezüchtet worden, auch aus Amerika. OSU steht für Oregon State University und da wurde sie auch gezüchtet. Das ist Blue Ose. Da wurde eine heimische Tomatensorte mit einer artverwandten wilden Sorte gekreuzt, die das Andocyanin-Gen enthielt. Und heraus kam diese blaue Andotomate. Eine der ersten wahrscheinlich, wahrscheinlich die erste Andotomate. Das ist Debereau Schwarz. Die schwarze Debereau ist eher eine braune Frucht. Das ist Balmis Erntesegen. Eine richtig schöne, ertragreiche DDR-Sorte mit roten Salattomaten. Das ist Black Pineapple. Hier also nun, wie versprochen, die schwarze Ananastomate. Und wir kommen auch noch zu der Original-Ananas. Das ist Chinese Black Pearl. Das ist eine etwas größere Perle, aber dafür sehr, sehr süß. Das ist Blondköpfchen. Kommen wir wieder zu einer sehr berühmten ostdeutschen Sorte. Ist manchmal gar nicht so leicht, hier reife Tomaten zu finden. Hier wird täglich gepflückt. Das ist Brown Flesh. Schöner Geschmack, nicht ganz so produktiv, aber auch sehr frühreif. Das ist die Banana Legs. Eine gelbe Aromatomate mit gelben Streifen. Je reifer, desto schlechter siehst du die Streifen. Das ist Amethyst Jewel. Hier wieder eine Anthosorte. Sehr ertragreich, die Trauben hängen voll und schön pink. Das ist Albenga. Eine von den Ochsenherzsorten. Ich habe letztens in der Zeitschrift gelesen, das gibt über 2000 Tomatensorten. Ist ein wenig untertrieben. Ich glaube, es gibt alleine schon über 2000 Ochsenherz-Tomatensorten. Das ist Alki Blue Blood. Also die Blätter dieser Sorte sehen immer richtig schlimm aus. Aber irgendwie schafft es die Tomatenpflanze dann doch noch. Das ist Alice's Dream. Ja, eine gelbe Fleischtomate mit richtig schönen schwarzen Kragen. Das ist die Ananastomate. Und hier ist das Original, die Ananastomate. Ein richtig schöner, fruchtig-exotischer Geschmack erwartet dich bei dieser Sorte. Das ist Anastasia. Das ist eine frühreife, große Salattomate mit einem wunderschönen Geschmack. Das ist Amish Pace. Einer von den Klassikern der Pasta-Tomaten. Kannst du richtig schöne Suppen und Soßen draus machen. Das ist Blue Fire. Die Blue Fire hat wirklich ungewöhnliche Flecken. Das ist keine Krankheit, das ist tatsächlich eine Eigenheit dieser Sorte und macht sie deswegen auch sehr besonders. Als nächstes kommen wir zur Flanders. Diese hier davor nicht und die dahinter auch nicht. Die mittlere ist es. Das ist Flanders Kontrast. Ja, hier ein schönes Beispiel. Viele blaue Sorten kreuzen sich noch aus. Ist aber nicht schlimm, ist ganz normal. Kommen wir jetzt zu einer sehr ungewöhnlichen Form. Und das ist Aurea. In der Online-Shop ist unten verlinkt. Und dort könnt ihr bei der Aurea auch den Beinamen mal lesen. Das ist Candy Sweet Icicle. Wie der Name schon sagt, eine süße
roséfarbene Sorte mit Streifen. Das ist Blue Beauty. Wunderbar. Diese blaue Schönheit hier kommt auch relativ früh im Jahr schon. Das ist Big Rainbow. Eine richtig leckere, bunte Fleischtomate. Das ist Diamphorn-Tomate. Knackig, bissfest, süß. Ungewöhnliche Form, sehr, sehr schön, aber nicht ganz einfach zu kultivieren. Die Sorte heißt Blush. Da ist die nächste schon viel leichter anzupflanzen. Die hat auch Streifen, geschmacklich wirklich hervorragend. Das ist die deutsche Kartoffeltomate. Ja, das ist mal eine sehr süße Salattomate. Sehr ertragreich und dazu auch noch frühreif. Das ist Cherokee Chocolate. Fantastische braune Fleischtomate. Das ist Cherokee Lime Stripes. Ja, diese bunte Sorte zählt zu den beliebtesten Tomaten, die wir hier anbauen. Das ist Clementine Bleu. Ja, eine makellose gelbe Salattomate mit blauen Kragen. Die Rispen haben einen sehr großen Abstand, tragen dafür aber reichhaltig. Weiß. Das ist Anto Weiß. Ja, auch diese Sorte kreuzt sich noch sehr gerne in Rot und Gelb aus. Hier müssen die Kunden die Selektion weiter durchführen, anscheinend. Wenn du mal viele Früchte brauchst, dann ist diese Sorte Das perfekt. ist die Birne. Ja, du siehst schon, die hängt immer richtig schön voll. Das ist eine rote, bissfeste Sorte. Das ist Evergreen. Eine grüne Fleischtomate mit einem sehr schönen Namen, finde ich. Das ist Cherokee Green Pear. Genau. Ja, ist die einzige Frucht, die ich an den Sträuchern hier gesehen habe von der Cherokee Green Pear. Aber wer hier pflückt, der muss sich auch gut auskennen. Und ich glaube, das klappt ganz prima. Das ist Chocolate Pear. Eine wunderschöne braune Beerentomate. Und ja, die schmeckt auch richtig, richtig lecker. Die nächste Sorte ist stark wüchsig, wird über 3 Meter groß. Kannst du auch gut draußen an die Hauswand setzen. Das ist die Bereau. Habe auch schon mal gelesen, dass die Baumtomate genannt wird. Natürlich ist das keine Baumtomate. Eine Baumtomate wäre eine Tamarillo. Das ist die Schwarze vom Lande. Eine sehr große Fleischtomate, sehr lecker, eher spätreif. So kommen wir jetzt zu einer der schwärzesten Sorten. Die ist auch birnenförmig. Das ist Black Keys. Und du siehst schon, das ist wirklich schwierig hier auch mal eine farbige Stelle zu entdecken. Ganz unten an der Spitze ist sie ein bisschen bunt, dunkelbunt. Auch drinnen sehr, sehr dunkles Fruchtfleisch. Das ist Jotta. Ja, das ist eine tolle Buschtomate für deinen Balkon. Und danach noch 2 schöne Buschtomaten. Das ist die Tomate Ina. Das ist Katrina. Nun kommen wir zu einer richtig tollen Salattomate mit schön gelben Streifen. Das ist Striped Türkisch. Und gleich gegenüber nochmal eine schöne Salattomate in Gelb. Das ist Tangela. Ungewöhnlicher Wuchs, aber eine leuchtend herrliche Farbe und tolle Rispenbildung. Das ist Goldlock. Als Cocktailtomate nehmen oder als Salattomate, denn sie produziert sehr uneinheitliche Früchte, mal groß, mal klein. Sie ist frühreif und der Ertrag ist gut. Und diese gelben Cherries hängen reichhaltig an Trauben, Das ist Goldkrone. sind nicht ganz so süß wie andere Cherrytomaten. Das ist Giant Lemon. Wird normalerweise etwas größer, aber ich glaube, die haben wir schon geerntet, die ganz großen. Eine etwas größere, birnenförmige Tomate. Das ist Evans Purple Pear. An dieser Sorte sehen wir die eingerollten Blätter. Das ist keine Krankheit. Die Pflanzen schützen sich vor der Sonne, weil wir haben keine Schattierungsanlage bei uns im Gewächshaus. Und deswegen sieht das hier so ein bisschen merkwürdig aus. Ist aber nicht schlimm. Das ist Dancing with Mud. Ja, diese Sorte heißt Tanz mit den Schlümpfen. Hat der Züchter so genannt, ja, weil sie halt doch sehr blau sind. Das ist Eaglespeak. Ist auch wieder eine Ochsenherz-Tomatensorte. Wir treffen da noch auf einige Ochsenherzsorten bei uns. So kommen wir nun zu einer sehr bekannten Sorte. Das ist Harzfeuer. Tja, was soll ich dazu sagen? Eine kleine Salattomate, produktiv, sehr frühreif. Harzfeuer ist eine der beliebtesten Sorten. Und unsere Harzfeuer ist eine kartoffelblättrige Harzfeuer. Natürlich samenfest wie alle Tomaten bei uns. Und wünsche viel Spaß damit. Das ist Chestnut Chocolate.
Und das ist die beliebteste Sorte in 2020 gewesen. Und wir haben schon ein paar Sorten. Nicht schlecht. Kommen wir nun zu einer der bekanntesten Sorten wieder. Das ist Green Zebra. Tja, und die darf in keiner Sammlung fehlen. Sehr lecker, sehr würzig. Toll. Das ist Black Icicle. Mal eine richtig tolle Roma-Tomate mit wunderbaren süßen Geschmack. Das ist Bloody Butcher. Eine der frühesten Sorten und extrem ertragreich. Die nächste Sorte heißt Flonder, ist eine Mini-Fleischtomate und ein Massenträger. Extrem viel dran an den Rispen und sehr frühreif auch. Das ist Brandywine Cherry. Noch eine Sorte mit dem berühmten Namen, eine Brandywine. Ja, keiner weiß eigentlich, wo der Name des Brandywine Creeks herkommt. Kommen wir nun zur besten Tomate der Welt. Das ist Marianas Peace. Tja, als die rauskam, das erste Mal vorgestellt wurde, hat sie auf so einem Geschmackswettbewerb in den USA gewonnen. Und dann haben die das Saatgut richtig teuer verkauft, als beste Tomate der Welt halt. Ne? Ging aber nicht lange gut. Das ist die Herztomate. Eine schöne Fleischtomate. Die Färbung ist, wenn sie richtig reif ist, ist natürlich schön pink. Nicht so hell wie hier. Dann kommen wir mal zu einer weißen Fleischtomate. Und da gibt es auch Besonderheiten. Das ist die Tomatensorte White Queen. Diese Sorte ist super fleischig und super saftig. Ist zwar noch nicht alles. Sie hat keine Säure. Also wenn du keine Tomatensäure abkannst, ist das hier mal eine richtig tolle Sorte für dich. Die nächste Sorte ist nicht besonders groß, aber auch keine Buschtomate. Das ist die extravagante Rouvillange. Ja, das ist eine Kuscheltomate. Die Früchte haben feine Härchen. Können aber gerne mitgegessen werden. Eine richtig schöne, große Fleischtomate. Und sie hat auch einen fleischigen Namen bekommen. Das ist Beefsteak. Das ist Fruit Punch. Ja, auf dem Bild hier sieht sie ziemlich rot aus. Aber in Wirklichkeit ist sie doch schon sehr pinkfarben. Die Tomate Feuerwerk. Was soll ich sagen? Einmalig. Sieht klasse aus, schmeckt lecker. Das ist Hippie Zebra. Eine pinkfarbene Fleischtomate mit Streifen. Sehr schön anzusehen und auch schön lecker. Das ist Green Giant. Der grüne Gigant ist unsere größte grünreife Fleischtomate. Das ist die Berner Rose. Ja, die Berner Rose ist auch mittlerweile ein bekannter Klassiker im Bio-Bereich und sehr leckere Fleischtomate. Eine gelbe, beerenförmige Tomate, eher mittelfrühreif. Das ist Indigo Kumquat. Mit einer ausgeprägten schwarzen Schulter. Sieht sehr schön aus, schmeckt hervorragend. Das ist Georgia Strake. Eine gelbe, schöne Tomate mit gelben Streifen. Bekommt noch einen leichten Rotschimmer ganz unten, wenn sie extrem ausgereift ist. Tja, das ist ein sehr witziger Name, benannt nach dem schlechtesten Film aller Zeiten. Das ist Plan 9 from Outer Space. Und amerikanische Filmstudenten bekommen den Film immer mal wieder vorgespielt, um wahrscheinlich auf Fehlersuche zu gehen. Das ist Jersey Devil. Ja, wenn du dir davon zwei auf die Stirn backst, kannst du damit beim Theater als Teufel auftreten. Das ist die Pfirsichtomate. Samtig weiße, dünne Schale. Kannst du so weglutschen. Sehr lecker und aromatisch. Das ist Lucullus. Ja, noch nicht ganz reif. Wenn die schön ausgereift ist, ist sie natürlich rot. Das ist das kleine Ochsenherz. Das kleine Ochsenherz ist genauso groß wie das große Ochsenherz. Hat nur eine andere Form. Ist ein bisschen herzförmig, das große ist ja beutelförmig. Die bissfeste, leuchtend orange Beuteltomate mit dem grünen Kragen heißt Russian Persimmon. Das ist Fahrenheit Blues. Die Sorte reift über mattblau ab, auch ganz interessant. Eine sehr empfindliche Sorte, glaube ich. Innen ist sie schön rot. Kommen wir wieder zu einem Massenträger. Diese Sorte heißt Ildi. Die süße Ildi-Tomate schafft zwischen 80 und 120 Tomaten je Rispe, kommt auch aus der DDR. Ja, und diese Sorte hat den echten Tomatengeschmack. Das ist Fremdkins Rheinlands Rom. Also sehr würzig, tomatig.
Das ist extra early. Wie der Name schon sagt, eine frühe Salattomate. Das ist Reiner's Greenheart. Das ist eine grüne, herzförmige Fleischtomate mit ganz wenig Pulpe und perfekt für Antipasti geeignet. Der letzte Wille der Züchterin dieser Sorte wollte, dass das Saatgut nicht verkauft wird. Und an diesen letzten Wunsch halten wir uns. Das kannst du kostenlos im Saatgutshop bei uns bekommen. Das ist Nonna Antonina. Wir versuchen, das Saatgut dieser kostenlosen Sorten immer verfügbar zu haben, was aber nicht ganz einfach ist, da gerade diese Sorte hier sehr beliebt ist. Übrigens, die weißen Zettel hier, die markieren meine Saatguttomate. Das heißt, von dieser schönen Frucht kannst du dann irgendwann auch das Saatgut bekommen. Das ist Orange Strawberry. Das ist eine fantastische orange Fleischtomate. Jetzt geht's wieder zu einer größeren Fleischtomate. Das ist Riese Oshuntuk. Kommt etwas später, hat aber einen guten Ertrag, die schöne russische Sorte. Etwa 100 rote, birnenförmige Tomätchen an einer Rispe bei dieser Sorte hier. Das ist Red Clusterpear. Das ist Oaxacan Pink. Sehr schöne pinkfarbene Fleischtomate, hat aber nicht so viel Fleisch, ist innen etwas hohl schon. Das ist Opas Liebling. Ja, wenn du viele Tomaten haben willst, dann hol dir die Opas Liebling. Da sind massenhaft rote Salattomaten dran, die ist frühreif, die schmeckt gut, kannst nichts mit falsch machen. Das ist Rutier. Eine der erfolgreichsten Züchtungen der letzten Jahre, gerade im Biobereich, eine dynamische, biologisch dynamische Züchtung, seit 2008 auf fast allen Biobetrieben zu finden. Sie ist auf Geschmack gezüchtet und hat eine wunderbare Eigenschaft, nämlich dass sie sehr pilzresistent ist. Hast du also Probleme mit der Krautfäule, bau die Rutia an. Mr. Stripey ist eine fleischige, bunte Salattomate mit dünner Schale. Das ist Menrücken. Eine rosafarbene Salattomate mit einer feinen Spitze. Das ist Moneymaker. Die robuste, rote Salattomate bringt immer gute Erträge, sichere Erträge, ist mittelfrühreif, sehr schöne Sorte eigentlich. Das ist Lovely Lush. Die bunte Antotomaten hat wunderschöne Streifen. Von drinnen ist sie schön pink und perfekt für dein Sandwich oder auf dein Brot. Das ist Opalka. Eine rote, längliche Pastatomate oder auch Roma-Tomate, drinnen wenig Pulpe. Das ist Olympic Flame. Eine herrliche, fruchtige, exotische Fleischtomate. Bei richtiger Ausreifung sollte sie unten auch ein bisschen rötlich werden. Als nächstes kommt eine schöne Fleischtomate. Das ist Kasachstan Riese. Ihr seht bei den Tomaten so ein bisschen Schmutz auf den Früchten. Das kommt vom Regen. Auch im Gewächshaus gibt es viele Stellen, wo es durchregnet. Ja, damit müssen die eigentlich fertig werden, ne? Das ist Ochsenherz. Hier nun das Original-Ochsenherz, ist eine beutelförmige Tomate, schön fleischig von drinnen. Und aus dieser Sorte entstehen natürlich auch viele andere Züchtungen, die den Namen Ochsenherz bekommen haben. Das ist Aunt Ruby's German Cherry. Das ist eine grüne Cherry-Tomate, bei der du die Reife mit bloßem Auge nicht erkennen kannst. Du musst fühlen oder warten, bis sie aufplatzt, wäre aber schade. Als nächstes kommt eine knackige, bissfeste Datteltomate. Das ist Friedel. Leuchtend orange, sehr süß. Das ist Schmidt-Orla. Das ist die Roma-Tomate aus der DDR. Ertragreich, mittelfrühreif, perfekt für Soßen. Und hier unsere neueste Kreation. Die wird wahrscheinlich in ein, zwei Jahren erscheinen. Das ist Kleberhofs Märchenfackel. Eine ovale, gelbe Tomate mit ausgeprägter schwarzer Schulter. Sehr süß, sehr lecker. Das ist Who Are You? Frühreife, ovale Sherry-Tomate oder Cocktailtomate. Sehr süß. Das ist Datterie Orange. Diese orange Datteltomate hat einen fantastischen Ertrag, eine schöne Rispenbildung. Ja, und schmeckt fruchtig, süß. Das ist Lucinda. Eine grüne Salattomate mit dunkelgrünen Streifen. Das Besondere an dieser Sorte sind die feinen Laubblätter, fast nadelartig. Das ist König Humbert. Das ist eine kleine Roma-Tomate, als Stabtomate gezüchtet.
Auch aus der DDR. Das ist die Süße von der Krim. Die tut ihrem Namen alle Ehre und ist sehr ertragreich. Eine tolle Kirschtomate. Das ist die gelbe Paprikatomate. Eine sehr fruchtig aromatische Pastatomate. Und hier nochmal zwei typische DDR-Sorten. Das ist Harzfeuerchen. Die Harzfeuerchen ist etwas größer als das Harzfeuer. Das ist Harzer Kind. Beide sollen weniger Grünkragen bekommen als die Original-Harzfeuer. Haben wir so noch nicht drauf geachtet. Das ist Green Berkeley Tie-Dye. Eine bunte Fleischtomate. Das siehst du besonders, wenn du sie aufschneidest. Die ist von innen, wenn sie reif ist, wenn sie voll reif ist, rot, orange, grün, gelb, hat fast alle Farben drin. Und ist sehr lecker. Das ist Goliath. Da ist wohl bei der Dehybridisierung etwas pink durchgekommen. Die Original-Hybrid-Sorte hatte einen rötlicheren Ton. Vielleicht hätte man auch einen anderen Namen dafür vergeben dürfen. Das ist Mikrobähnchenrot. Sehr stark wüchsige Wildsorte mit länglichen, beerenartigen Früchten. Sehr süß. Das ist Mikrobähnchengelb. Die gelbe Mikrobähnchen ist ähnlich wie die rote, ein Ticken fader, finde ich, aber das ist Geschmackssache. Das ist Tangella. Sehr schöne gelbe Sorte. Das ist kleine Hibbeli. Ja, da gibt es eine normale, die ist gerippt, fleischig, von der Größe nicht wesentlich größer. Und diese kleine Hibbeli, die ist halt rund und glatt. Das ist die Märchenmonster. Eine bissfeste Salattomate mit fester Schale, die kannst du lange lagern. Sie ist sehr würzig im Geschmack. Das ist Märchengold. Die Sorte Märchengold haben wir schon sehr lange in der Züchtung. Und wir haben da eine Blütenendfäule-Resistenz oder Toleranz herausgezüchtet. Die ist wirklich bemerkenswert für diese Romatomate. Sehr fruchtig im Geschmack. Das ist Pantano 2 Romanesco. Eine sehr schöne rote Fleischtomate mit hervorragendem Geschmack. Das ist Pink Bumblebee. Das ist eine pinkfarbene Cocktailtomate mit gelben Streifen und sehr fruchtig, sehr süß. Kommen wir nun zu einer ausgefallenen Märchensorte. Das ist die Märchenwald. Gigantisch große Blätter. Grün mit schwarzer Schulter. Komplexer Geschmack, aber du erkennst nicht, wann sie reif ist. Das ist die Märchenglanz. Ja, wie der Name schon sagt, die glänzt in allen Farben. Wir haben da die Süße rausgezüchtet. Die Tomate hat ein tolles Aroma, ist aber herbe im Geschmack. Grüne Märchentomate mit dunkelgrünen Streifen. Das ist die Märchenelf. Vollfleischig, oval, ist eine ganz tolle Sorte. Sie hat ein unglaublich zartes Fruchtfleisch. Die solltest du am besten frisch auf dein Brot mit ein bisschen Salz und Pfeffer probieren. Das ist die Sorte Triple L Crop und die hat einen sehr guten Ertrag, schmeckt hervorragend. Eine fantastische Fleischtomate. Das ist Kumato. Kumato ist eine dunkelbraune Sorte, die ist würzig im Geschmack. Dann kommen wir nun wieder zu einer Märchentomate. Das ist Märchenzauber. Sie ist sehr ertragreich und sehr süß. Du musst warten, bis die Spitze rot ist, dann schmeckt sie fantastisch. Ist auch vom Fruchtfleisch her dann weicher, auch die Schale ist schön weich. Das ist Idyll. Das ist eine ertragreiche Cherry-Tomate aus der DDR. Das ist Russe Gel. Leuchtend gelbe Salattomate aus Russland mit einem grünen Kragen. Schmeckt fantastisch. Das ist die Märchenfrucht. Eine gelb-orange-rote Sorte in Herzform. Sie ist unglaublich exotisch im Geschmack. Viel Fruchtfleisch und wenig Pulpe. Das ist Pink Brandywine. Noch eine Brandywine-Züchtung. Hier in der Farbe Pink. Aromatisch, fleischig und saftig. Eine grüne Romatomate mit dunkelgrünen Streifen. Das ist Lange Ärmer. An einer großen Pflanze, sehr ertragreich, ist aber empfindlich gegen Blütenendfäule. Sehr ertragreiche rote Cherrytomate. Das ist Christmas Grapes. Sehr beliebt bei uns im Onlineshop. Das ist Miel. Das ist eine ovale kleine Cherrytomate. Bissfest und wie der Name auch schon sagt, sehr süß. Eine rote, beerenförmige Tomate, eine kleine Frucht mit, die Pflanze hat wenig Blätter. Das ist ganz interessant. Das ist Chip Saint. Das ist Stripes of Yore. Bei Ausreifung ist sie leuchtend gelb mit diesem gestreiften
im schwarzen Kragen. Sieht fantastisch aus. Schmeckt auch lecker. Etwas größer und sehr fleischig. Das ist Stubice. Leicht gerippte, sehr frühreife Salattomate. Guter Ertrag. Das ist der schwarze Prinz. Sehr dunkle Fleischtomate mit einem tollen Aroma. Anderer Name ist, glaube ich, auch Czerny Prinz bei dieser Sorte. Eine sehr beliebte Sorte. Das ist Piriform Red Pier. Dann noch eine Ochsenherzsorte in Beutelform, also ähnlich wie das Original. Das ist Tie-Dye Heart. Mittelgroße, würzige, ovale Tomate, dunkelbraun, rot mit Grünstreifen. Sehr interessant. Schmeckt ein bisschen würzig, ein bisschen aromatisch. Sehr empfehlenswert. Das ist Tornadose de Conores. Eine Sherry-Tomate von den Kanaren. Kleine rote Früchtchen. Das ist Siberian Tiger. Das ist auch ein echter Hingucker. Die Antotomate hat schöne dunkle Streifen, reines pinkfarbenes Fruchtfleisch und hat einen sehr guten Ertrag. Das ist Santa Orange. Eine ovale Datteltomate. Innen ist sie schön bissfest und außen nicht ganz so eine feste Schale. Sie ist wüchsig und der Ertrag ist sehr gut. Kommen wir nun zur aromatischsten Tomate der Welt. Sagen jedenfalls die Italiener, ne? Das ist San Marzano. Das ist also die Original San Marzano Tomate. Längliche, große Früchte und dichtes Laub. Das ist die schwarze Trüffel. Wird allerdings nur hellbraun und hat immer diesen markanten Kragen. Schmeckt aber dafür fantastisch. Herrliches Aroma, Süße. Sie hat eigentlich alles, was eine Tomate braucht. Das ist Pushta Colors. Das ist eine von den roten Riesentomaten, die wir haben. Und die ist ganz hervorragend, muss man sagen. Und überhaupt nicht mehlig, was einige so an Vorurteilen hegen bei diesen großen Früchten. Sie schmeckt wunderbar. Das ist Snow White. Wenn du deine Freunde überzeugen willst, dass eine helle Cherry besser schmeckt als eine rote Standard, dann nimm diese hier. Das ist die Sorte Ponderosa. Eine roséfarbene Fleischtomate mit sehr gutem Ertrag und sehr schönen Pflanzen. Das ist Red Zebra. Das rote Zebra ist mittelfrühreif, hat eine dünne Schale und ein ganz tolles Aroma. Das ist die schlesische Himbeere. Eine frühreife, pinkfarbene Fleischtomate und die Pflanze wurde schon ganz schön abgeerntet, wie ihr seht. Schmeckt aber fantastisch. Ist auch sehr beliebt. Das ist Ripe Red Heart. Eine sehr große, herzförmige Fleischtomate. Sehr fleischig. Sehr, sehr fleischig. Das ist Smoky Blue. Das ist eine süße blaue Tomate, die ist innen rot und schmeckt hervorragend. Das ist die schwarze Birne. Eine weiche, violette Sorte mit dünner Schale. Cremig, aromatisch. Das ist Striped Cavern. Das ist eine hohle Tomate, die kannst du prima füllen und in den Backofen schieben. Besser als jede Paprika. Das ist Märchenfleck. Ja, und diese Kleberhofzüchtung ist noch in der Erprobung. Wir sind gespannt, was daraus wird. Die nächste ist sehr beliebt im Online-Shop. Das ist Lady Irene Sweet Pie. Sehr süße Mini-Sherry-Tomate mit einem fantastischen Ertrag. Das ist Lucky Tiger. Eine grünreife Roma-Tomate mit einem guten Geschmack und einem hervorragenden Ertrag. Dafür braucht sie viel Wasser. Das ist San Pignatius. Eine produktive, rote, große Salattomate mit einem hervorragenden Geschmack. Nun kommen wir wieder zu einer der beliebtesten Sorten, die wir schon sehr lange im Sortiment haben. Das ist die schwarze Cremetomate. Saftig, ausgewogen, richtig lecker. Das ist Taubenherz. Knackig, bissfeste Sorte. Die hat wirklich endlos lange Rispen, ist süß und hat ein tolles Aroma. Sehr empfehlenswert. Hier eine weitere Bumblebee. Das ist Sunrise Bumblebee. Die Cocktailtomate ist sehr süß, ist sehr ertragreich und ja, sie sieht auch noch gut aus. So, und jetzt kommen wir wieder zu einer richtig fruchtig exotischen Fleischtomate. Das ist Striped German. Hat zwar keine Streifen, sieht aber trotzdem gut aus. Und hier gibt's wieder was geschenkt. Das ist Roots Perfect. Ja, und diese kostenlose Tomate kannst du auch auf deinem Balkon oder deiner Terrasse gut anbauen. Sie ist sehr einfach zu kultivieren. Für die Nonna Antonina brauchst du ja schließlich ein Gewächshaus. Das ist die reine di Sant Marta. Die Königin von Sant Marta macht ihrem Namen alle Ehre. Sie ist produktiv, sie hat sehr große Früchte und auch ein tolles Aroma.
Die leckere Striped Sweetheart gibt's als helle pinke Sorte und als dunkle violette Sorte. Das ist Striped Sweetheart Dark. Und das hier ist die dunkle Sorte. Das ist Bloody Woodstock. Eine etwas kleinere Fleischtomate mit einem guten Ertrag und einem tollen Geschmack. Das ist die Vierländer Krause. Die Vierländer Krause ist stark gerippt und kompakt. Kommen wir nun zu einer mexikanischen Sorte mit einer sehr ungewöhnlichen Form. Das ist Tlacolula Pink. Sie hat ein tolles Aroma und ist innen teilweise hohl. Das ist Venusbrüstchen. Der Massenträger sieht aus wie eine Zitrone, schmeckt aber wie eine Tomate. Das ist Valencia. Die fruchtig-exotischen Aromen dieser Tomate werden dich betören. Sie ist knackig, bissfest, aber sehr fleischig dazu. Die nächste Sorte ist eine sehr beliebte, sehr bekannte Cherry-Tomate. Das ist die Zuckertraube. Die Pflanzen sind auch sehr robust. Bei dieser Sorte hast du immer einen guten Ertrag und einer fantastischen Süße. So, und jetzt kommen wir mal zu einer meiner Lieblingssorten. Sie ist unglaublich süß und exotisch und sie hat ein homogenes Fruchtfleisch. Das ist die Yellow Brandywine. Also perfekt für Antipasti. Das ist Hellfrucht. Das ist eine sehr produktive, knackige Salattomate. Und nun eine Honigtomate. Das ist die Honig von Mexiko. Die Holländer haben diese Honigtomaten vor einigen Jahren merkwürdigerweise wieder neu entdeckt und auch schützen lassen. Aber diese hier gibt's schon sehr viel länger. Kommen wir zu einer russischen schmackhaften Sorte. Das ist Kasakherusch. Bilderbuch Fleischtomate mit gutem Geschmack. Das ist Alberta Leeway. Gut, diese Früchte sind noch nicht reif. Sie wird gelblich-orange von drinnen und schmeckt hervorragend. Das ist Karma Miracle. Die sogenannte Karma-Serie kommt von einer kanadischen Züchterin. Eine kräftige Pflanze mit uneinheitlichen Früchten, manchmal rund, manchmal leicht gerippt. Eine bunte Sorte kommt hier. Das ist Pastel Sleeves. Leichte Beerenform und sehr schmackhaft. Das ist Beckett Roman. Diese wunderschöne Pasta-Tomate hat wirklich unglaubliche Farben. Es ist eine rote Frucht mit gelben und orangen Streifen in Wellenform. Sie ist keilförmig, sehr fleischig und hat ein tolles Aroma. Das ist Chocolate Cherry. Hier eine violette Cocktailtomate mit einem sehr guten Ertrag. Sie ist sehr süß. Das ist Cuban Black. Sie hat ein ausgewogenes Süße-Säure-Verhältnis und ist sehr saftig mit einer dünnen Schale. Als nächstes kommen wir zu einer sehr besonderen Sorte. Und hier achtet mal bitte auf die Blätter, denn diese sind weiß und hellgrün und dunkelgrün. Sie sind bunt. Das ist Variegated. Die Früchte sind rot, sind dünnschalig und haben tolles Aroma. Die nächste Tomate ist sehr, sehr bunt. Nicht nur während der Reifung, sondern auch im ausgereiften Zustand. Das ist Kaleidoscopic Jewel. Ein Ochsenherz aus Nizza. Das ist Cœur de Bœuf de Nice. Sehr ertragreich, sehr aromatisch. Das ist Bluteus. Eine rote Cocktailtomate. Den Namen hat sie allerdings während der Reifung von der blauen Schulter. Und die verschwindet bei völliger Ausreifung. Als nächstes kommt eine frühreife, produktive Salattomate. Das ist Snow Prince. Hier sieht sie so ein bisschen hellgelb aus, aber in Wirklichkeit ist sie schon recht weiß. Dann kommen wir zu einer unscheinbaren Grünsorte. Das ist Esmeralda Golosina. Frühreif und lecker. Eine längliche, braune Tomate mit Spitze. Sehr aromatisch und sehr süß. Das ist Sosolka Janaya. Pinkfarbene Ochsenherz. Hier hat sich Herr Arkas verewigt in dieser Sorte. Das ist Cœur de Bœuf Arkas. Wenn du Probleme mit der Krautfäule hast, dann nimm diese Sorte. Sie ist äußerst pilzresistent und hat fantastische Pflanzen bis spät in den Herbst hinein. Das ist Sky Reacher. Fruchtig, aromatisch, süß, lecker. Das ist Kleberhofs Märchenfeuer. Das wird mal eine ganz tolle Sorte, das weiß ich jetzt schon. Und zwar ist das eine Fülltomate, die nicht mehlig ist, sondern richtig schön süß. Aber wir müssen noch ein paar Jahre warten, bis sie fertig ist.
Das ist Rybnoe Lekoschko. Das hier ist eine russische Fleischtomate mit einer sehr starken Rippung und schmeckt richtig gut. Als nächstes kommt eine sehr ertragreiche weiße Fleischtomate, die wir auch unbedingt empfehlen für dich. Das ist Giant White Beefsteak. Saftig süß und wenig Säure. Ja, und hier meine persönliche Lieblingsgrüne Sorte. Das ist Green Velvet. Bei völliger Ausreifung ist sie ockerfarben und drinnen leuchtend grün. Und das Beste ist, sie schmeckt auch noch ganz lecker. Kommen wir zu einer starkwüchsigen gelben Cherry-Tomate, die du eigentlich nur draußen anpflanzen solltest. Das ist Cerise Gelb. Die uneinheitlichen Früchte sind süß-aromatisch. Kommen wir zu einer roten Riesentomate. Das ist Color de Toro. Das ist eine spanische Sorte und die Übersetzung dieses Namens wollen wir dir lieber gar nicht erst verraten. Aber sie ist sehr lecker. Wir haben zwei unterschiedliche Tomaten miteinander gekreuzt und haben jetzt 2 Dutzend verschiedene Tomaten in der F2-Generation bekommen. Das sind verschiedene Züchtungen vom Kleberhof. Hier die rote, hier orange. Wir suchen uns 1 oder 2 Sorten heraus und selektieren diese. Hier pink. Ja, und das kann bis zu 8, 10 oder 14 Jahre dauern. Dunkelrot mit Spitze. Länglich mit Spitze. Wir selektieren nach Geschmack, Aussehen und Pilzresistenz. Rund mit schwarzer Schulter. Nach Haltbarkeit haben die Holländer gezüchtet und die Israelis, aber das machen wir hier nicht. Länglich mit schwarzer Schulter. Und rot und spitz. Und hier nur wie versprochen die H34 in Rot. Das ist Jolie Coeur. H34, Jolie Coeur, egal, Hauptsache sie schmeckt. Das ist die Grella Nero. Eine ovale, bräunliche Tomate mit Grünstreifen. Und das hier ist eine Kleberhofzüchtung, eine F4-Generation. Aber schau dir mal die Unterseite der Tomate an. Das ist Kleberhofs Mini-Fleisch in Weiß. Tja, sie hat unten so einen Knubbel. Ob wir das weiterzüchten, das wissen wir noch nicht. Das ist Black Opal. Ja, eine produktive braun-violette Cocktailtomate mit einem süßen, aromatischen Geschmack. Die nächste ist fruchtig süß. Das ist Orange Flash Purple Smudge. Und diese Sorte wird exakt durch den Namen beschrieben. Eine bräunlich-ovale Pflaumentomate. Das ist Korotsch Nevaja Sliva. Und ich bin mir sicher, sie wird dir schmecken. Und das ist die Rebel Starfighter Prime, eine richtig dunkle Herztomate mit einem tollen Aroma. Das ist die gelbe Helene. Eine der leckersten polnischen Tomaten, eine großfruchtige gelbe Fleischtomate. Das ist Märchengranat. Ja, eine sehr vielversprechende Kleberhofzüchtung, eine Multiflora-Sorte, die auch vom Geschmack her überzeugend ist. Wir schauen mal die nächsten Jahre. Als nächstes kommt eine sehr seltene gelbe Ochsenherz-Sorte. Das ist Homa Fikes Yellow Oxheart. Die hat eine dünne Schale und ist fleischig, fruchtig, süß. Das ist Berkeley Tider Pink. Eine Berkeley-Sorte, die ist nicht pink, die ist dunkelviolett. Aber macht nichts, dafür schmeckt sie hervorragend. Jetzt kommen wir zu einer berühmten Pizzasorte und da musst du unbedingt diese Tomate für anbauen. Das ist Capricciosa. Ja, bei vollständiger Reife ist diese Sorte rot. Nun unsere süßeste Sorte. Das ist die Sugary. Eine pinkfarbene, längliche Amphorentomate und ja, unglaublich süß. Hier eine Buschtomate aus der DDR. Das ist Ina. Warte mal, hatten wir die nicht vorhin schon mal? Ja, als nächstes kommen wir zu einer gelben Tomate, die aber nicht aussieht wie ein U-Boot. Das ist Yellow Submarine. Eine sehr, sehr süße gelbe Sorte. Nun ein oranger Klassiker. Das ist die peruanische Beuteltomate. Und wenn du keine weichen Tomaten magst, dann musst du diese bissfeste, orange, süße Tomate unbedingt anbauen. Sehr empfehlenswert. Das ist Blue Fire. Eine sehr interessante Färbung bei dieser Sorte, aber der Geschmack kommt auch nicht zu kurz.
Und jetzt kommen wir zu einer unserer Favoriten wieder. Das ist Osaka Sunrise. Die hat einen super Ertrag. Die Tomaten sind hochglänzend und sehen einfach nur toll aus. Und dazu schmecken sie auch noch gut. Und nun eine große pinkfarbene Fleischtomate. Das ist Caspian Pink. Und damit ist deine Tomatensuppe schon mal gerettet. Das ist Vierländer Grip. Eine kompakte, frühreife Vierländersorte. Sehr lecker. Das ist Zuan Hong Kiao. Eine pinkfarbene Kuscheltomate mit einer sehr, sehr dünnen, samtigen Pfirsichhaut, die ein tolles Aroma hat. Das ist Zipfelmütze. Eine knackige, kleine Tomate mit einer Spitze unten oder auch einem Zipfel. Das ist die Sorte Katja. Ist eine Buschtomate und die Frucht, ja, die wird noch rot. Kommen wir zu einer ausgefallenen DDR-Sorte. Das ist die weiße Mirabelle. Eine kompakte, schneeweiße Sherry-Tomate mit süßem Geschmack. Das ist die Zahnrad-Tomate. Das ist eine sehr produktive, pinkfarbene Fülltomate. Und wenn du die aufschneidest, dann sehen die Scheiben aus wie Zahnräder. Daher auch der Name. Kommen wir zu einer der berühmtesten Sorten hier bei uns. Das ist die Reise-Zehen-Tomate. Tomate Voyage. Bei dieser Sorte kannst du die einzelnen Zehen ausbrechen, ohne dass Saft ausläuft. Perfekt für die Reise. Das ist Karma Purple. Und das hier ist eine runde, violette Cocktailtomate. Die bunte Herztomate Tiger ist eine Fleischtomate mit wenig Pulpe und sehr viel Fruchtfleisch. Ja, und heute regnet es mal nicht. Da schauen wir uns doch die Tomatensorten an, die es draußen alle überlebt haben. Das ist die Dithmarscher Sus Pansen Rose. Das ist eine produktive Ampeltomate mit pinkfarbenen, saftigen Früchtchen. Auch pink, aber etwas kleinere Früchte hat diese hier. Das ist Whisper Snapper. Die Whippersnapper ist eher etwas später. Das ist Bianca. Das ist eine hellgelbe, weiße Wildsorte. Die ist unglaublich süß. Das ist die argentinische Wildtomate. Diese etwas größere, gelb-orange Wildsorte hat auch ein tolles Aroma. Das ist Rotkäppchen. Eine Sorte aus der DDR mit makellosen, roten Tomaten, die einfach nur gut schmecken. Das ist Grit. Ertragreich, robust, auch aus der DDR und sehr produktiv. Die Green Zebra Cherry ist eine großfrüchtige Cocktailtomate mit einem würzigen Geschmack. Nun kommen wir zu einer Sorte, die speziell für kältere Gebiete gezüchtet worden ist, deswegen auch der Name. Das ist Zap Arctic Plendy. Eine klassische rote Salattomate. Sehr lecker. Das ist eine Fleischtomate. Das ist Abramlington. Ja, das ist genauer gesagt eine Fleischbuschtomate und der Geschmack ist saftig aromatisch. Das ist Renate. Ja, auch Renate, eine empfehlenswerte köstliche Buschtomate für deinen Balkon. Das ist Sweet Anise Yellow. Ja, die haben wir ein bisschen später ausgesät, deswegen hier erstmal nur die Pflanze. Das sind gelbe Cherries. Das ist Red Robin. Ja, die Red Robin in einem großen 12-Liter-Topf ist sehr produktiv. Das ist Curly Kaylee. Und diese hier hat Grünkohlblätter. Eine rote, ovale Mini-Sherry. Leider haben wir schon alle geerntet. Und die Blätter kannst du nicht essen. Das ist Little Sun. Tja, das ist eine gelbe Sherry-Tomate für urban Gardening im Büro zum Beispiel. Unbedingt mal ausprobieren. Das ist Tigarelle Cherry. Die starkwüchsige, kompakte Buschtomate wird 60 cm groß und hat sehr gelblich-grüne Blätter. Eine wirklich ausgefallene Sorte. Das ist Minibell. Das ist eine super Tischdeko für Töpfe kleiner als 5 Liter. Eine sehr süße Sorte. Eine starkwüchsige, haarige Ampeltomate. Das ist Fussi Wussi. Die Kuscheltomaten sind rot und haben gelblich-orange Streifen und flauschige Härchen. Diese Buschtomate hat mittelgroße pinkfarbene Früchte mit einem sehr guten Geschmack. Das ist Dwarf Champion. Das ist Paulinchen.
Das ist ein kompakter Klassiker mit gelben, süßen Früchten. Perfekt zum Naschen. Das ist Tote. Eine sehr kleine Buschtomate mit einem tollen Ertrag und guten Salattomaten. Sehr empfehlenswert. Das ist Bayaya. Die Bayava ist eine Ampeltomate mit sehr unterschiedlichen Früchten, also unterschiedlich von der Größe her. Der Geschmack ist süß und sie ist sehr produktiv. Und das ist die aromatische, berühmte Tamling Tom Ampeltomate. Der heißt Yellow Pygmy. Der Pygmy ist eine zierliche Tomate mit sehr süßen gelben Früchten. Perfekt für die Fensterbank. Was ist die Balkonstar? Der Klassiker unter den Buschtomaten, die ist perfekt für deinen Balkon oder deine Terrasse. Produziert haufenweise rote Salattomaten mit einem guten Geschmack. Das ist die Rambling Goldstripe. Längliche orange-gelbe Früchte und je reifer, desto weniger siehst du die Streifen. Das ist die rote Murmel. Der Klassiker unter den pinkfarbenen Wildsorten. Das ist die rote Wildtomate. Diese Sorte wächst etwas buschiger. Wie alle Wildtomaten sehr, sehr robust. Perfekt für draußen. Das ist die Golden Currant. Sehr süße gelbe Wildsorte mit malerischen Rispen. Das ist die gelbe Murmel. Die klassische beliebte Wildtomate, jetzt mit gelben Früchten auch. Das ist Hawaii Currant. Das ist eine der beliebtesten Wildsorten. Produktiv und sehr süß. Das ist Mikrotom. Das ist die kleinste Tomate, die wir kennen. Die wird nur 15 cm groß. Das ist eine perfekte Tischdeko. Und sie schmeckt auch noch. Das ist Zwergenwunder. Mit dieser Sorte wird Urban Gardening im Büro zum Erlebnis. Das ist Tumbling Tiger. Die ist ausgereift Mahagonirot mit gelben, orangen Streifen. Die ist nicht nur schön, sondern auch unglaublich lecker. Eine absolute Empfehlung als Ampeltomate. So, das war nun unser Tomatenrundgang 2021 vom Kleverhof. Das komplette Kleverhof-Team wünscht euch für das nächste Jahr massenweise leckere Tomaten. Vielen Dank.